Namaste. Herzlich willkommen zum Ostersatzang. Ich freue mich gerade ganz riesig, hier mit euch sein zu dürfen. So schön. Ich lade euch ein, einfach mal anzukommen, genauso wie ihr seid, mit allem. Egal, ob da jetzt so richtig überschäumende Freude bei euch ist oder was auch immer da gerade sein mag. Einfach so, ist total in Ordnung und herzlich willkommen. Einfach mal so richtig hier ankommen. Vielleicht war noch so viel los heute, so viel gemacht. Super, danke Pablo. Es ist immer toll zu wissen, dass die Technik dann auch genauso rüberkommt, wie es getestet wurde auch. Dankeschön. Genau, ich wollte hier auch noch was reinschreiben. Weil wenn ich nachher dann auch gerade was einfach am Reden bin oder auch am Singen, dass jeder, der dazu schaltet, einfach weiß, dass man hier auch was fragen darf, wenn man möchte. Oder auch einfach als Kommentar schreiben kann, was gerade bei dir los ist und dass es hier gehalten wird. Also es muss gar keine Frage sein. Und es muss auch gar nicht sein, wenn bei dir nichts kommt, wenn du einfach nur da sein möchtest und da hier einfach genießen, dich so rein sinken lassen möchtest in diesen Satsangraum, ohne was zu tun, dann kannst du das ganz einfach so machen, musst nichts fragen, nichts schreiben. Burkhard, so schön, freut mich total. Riesenumarmung. Ja, frohe Ostern, genau. So ein schönes Osterfest. Genau, Devasetu und ich haben auch gerade noch gesagt, dass eigentlich jeder Tag ein Fest ist und jeder Moment, würde ich sogar auch sagen, einfach so ein Geschenk. Genau an solchen Festtagen ist es einfach noch mal mehr eine Chance, extra zu feiern. Also sozusagen noch mal mehr bewusst vielleicht zu machen, dass wirklich jeder Tag so ein Geschenk ist. Jede Minute, jedes Einatmen und dann auch Ausatmen wieder. Alles das ist so, ja, so ein Geschenk ist, nehmen wir vielleicht oft als selbstverständlich einfach hin. Und genau solche Festtage können auch mal so einen kleinen Anstups geben, wie wunderbar das eigentlich ist, ja? Wie zutiefst wunderbar, was für ein Geschenk das ist.
Namaste, Señor Valencia schreibt hier gerade, jeder Tag ist Leiden. Mhm. Darf hier sein, ja? Wirklich einfach hier hingeben. Kannst auch, wenn du möchtest, da noch ein bisschen mehr dazu schreiben, wenn du das noch ein bisschen mehr erklären möchtest, was du genau damit meinst. Musst du aber auch nicht, wenn dir das zu intim ist hier in der Gruppe. Aber es ist einfach, dass du weißt, du kannst gerne noch mal was schreiben, ja, dass das über diese Schwere, ja, und wirklich, wenn du jetzt hier in diesem Raum bist mit uns allen, schau mal, ob du diesen, ich nenne es gerne so einen Rucksack, ja, ob du den vielleicht schon mal so ein bisschen neben dich auf den Boden stellen kannst oder auf so einen Sitz neben dich. Dass so ein bisschen was von dieser Schwere schon durch den Raum gehalten wird, ja, dass du es abgeben kannst, es ist akzeptiert, es ist da und es ist angenommen. Aber dass du schauen kannst, ob du wirklich diese, einen Teil zumindest als Anfang dieser Schwere auch an diesen Satsangraum, an Mutter Erde, an das Göttliche, an die Liebe, wie auch immer du das für dich beschreiben möchtest, benennen möchtest, da ganz zaghaft bisschen loslassen kannst, bisschen abgeben kannst von dieser Schwere, ja. Denn eine Sache ist, wenn da zum Beispiel Schmerz ist, das ist eine Sache, also ich sage jetzt einfach mal was, weil ich nicht genau weiß, worum es geht. Wenn da jetzt Schmerz ist, das ist eine Sache und Leiden ist was anderes, also ist sozusagen die kommt danach, ja, also der Schmerz ist eine Empfindung im Hier und Jetzt, kann sehr, sehr intensiv sein, sehr krass, sehr jetzt, und wenn dann das nicht da gehabt werden möchte, zum Beispiel, dann kann das auch zu Leiden führen. Ja? Das ist nur eine Idee hier, ja, was zu diesem Leiden führen kann, aber dass sozusagen, das, wenn man darunter leidet, ist es was irgendetwas, was den Jetzt-Zustand nicht voll akzeptieren kann, warum auch immer. Es ist ganz, ganz menschlich, ganz verständlich und es ist ganz, ganz viel Mitgefühl hier. Ja? Also ich möchte es gar nicht beurteilen oder sagen, dass du was falsch machst, aber sozusagen wirklich da ganz immer klarer hingucken, was wir eigentlich machen mit dem Jetzt-Moment. Ja? Uns da immer früher schon wieder fangen, bevor es ins Leiden geht, bevor es ins Ablehnen geht oder in was auch immer. Ja? Ute Lego-Frau, ist ein cooler Name. Namaste, frohe Ostern. Und Gertrud Heider, Namaste, so schön, dass du da bist. Ganz schön. Freut mich auch, dich zu spüren. Und Namaste auch Jeanette, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Jeanette, Nicole.
Groß dann dir auch. Und genau, das ist ja auch oft so, wenn es verschiedene Leute gibt, die eine Situation erleben, also die sozusagen objektiv gesehen dieselbe Situation ist, dass da ganz verschiedene subjektive Empfindungen dazu da sein können. Ja, eben, ob jeder Tag ein Leiden ist oder jeder Tag ein Geschenk. Ja. Da ganz sanft mit dir sein, was auch immer oder wo auch immer du da gerade stehst. Erstmal da wirklich akzeptieren, wo du bist, ganz liebevoll. Mitfühlend mit dir selber. Und von da aus gucken, was vielleicht angeschaut werden möchte. Ah, schön, jetzt schreibst du gerade nochmal, Senor Valencia. Okay, danke für deine Worte. Also einerseits habe ich Rückenschmerzen und andererseits so ein Gefühl, als würde irgendetwas im Leben fehlen. Das verstehe ich so, so gut. Ganz schön, dass du dich auch traust, das hier zu schreiben in der Gruppe. Es ist immer ganz hier so ein Respekt für wer auch immer hier sich traut, offen zu schreiben, weil wir sind im Grunde ja auch wirklich alle eins und es ist ein sicherer Ort, aber es ist trotzdem manchmal diese Hemmschwelle da. Also deshalb erstmal tausend Dank, dass du schreibst. Und ich lade dich ein, da ganz sanft zu diesem Schmerz hinzuspüren. Egal wo der ist, ob der jetzt punktuell wo ist oder eher so überall ein bisschen im Rücken. Und mit dem gebührenden Abstand. Ja, vielleicht ist es so schmerzhaft, dass man gar nicht ganz so wie eine Nadel dahin kommt in dieses Zentrum vom Schmerz. Und es muss auch nicht sein, sondern wir möchten da ganz respektvoll mit genügend Abstand einfach so weit, wie du hin spüren darfst, ja. Vielleicht darfst du bis dahin oder ein Stückchen näher oder, oh, das war jetzt zu weit, dann wieder ein Stückchen weg. Einfach so, dass du da bist, ohne invasiv zu sein für diesen Ort, ja. Einfach da sein. Ich bin hier. Ganz sanft da so hintasten. Hallo. Ja? Und was auch immer an Schmerz, an Hoffnungslosigkeit, an diese ganzen Gefühle, die dann da hochkommen vielleicht, ja? Die auch da sein lassen, die hier so wirklich, soweit es geht, einfach hier in diesen Satz einen Raum geben, also dich entleeren, ja, wie wenn du jetzt aus dem Rucksack diese Gefühle auspackst und hier in die Mitte, in dieses heilige Feuer gibst, ja, so. Einfach Stückchen für Stückchen, ja, einfach so jedes Mini-Gewichtchen, jede kleine oder auch große Emotion, die da schon mal von den Schultern, von diesem Anstrengung, ja, da wegkommt, ist super. Also da ganz in deinem Schritttempo gehen, ja. Und während du da genau bist mit dieser Stelle oder diesem globalen Schmerzgefühl, ja, und diesem so präsent wie du einfach sein kannst, mit diesem Entleeren, Emotionen einfach sehen, aber auch loslassen, einfach hier so versuchen abzugeben. Währenddessen werde ich jetzt so ein Lied noch singen, um uns auch hier einstimmen, auch wenn wir eh schon längst angefangen haben. Aber das ist ein Lied, das kam für heute, für uns alle. Und während du da damit bist, schau mal, dass du dieses Lied da wirklich auch in diese Stelle oder Stellen einlädst. Ja? So gut es geht einfach. Immer wenn du wieder ein bisschen wegdriftest, wieder zurückkommen. Ganz geduldig.
Ja? Ein Schritt nach dem anderen. Jetzt ist hier noch Namaste, Claire. Liebe Anoushe, es ist eine große Trauer in mir, viele beurteilende Gedanken mir gegenüber, die erzählen, dass ich zu sensibel für diese Welt bin. Ich habe gerade kein richtiges Zuhause. Genau, für dich gilt dasselbe, während ich das Lied singe, dass du einfach diese beurteilenden Gedanken da sein lässt, ja? So gut es geht auch einfach. Vielleicht kommen auch oben drüber ja nochmal die Beurteilung, ich sollte mich ja nicht beurteilen. Das ist ja dann so ein Teufelskreis, ja, wenn man sozusagen sich beurteilt und dann merkt man, ah, das soll ich ja nicht machen und dann ärgert man sich, dass man es gemacht hat und so weiter und so fort. Und dieses ganze Verschwurbelte, ja, einfach so nach und nach auch hier in dieses Satsang-Feuer einfach geben. Denn diese steht hier noch, ich habe mich nach 9 Jahren Beziehung getrennt und bin wieder in Frankreich nach dem zweiten Lockdown, nach 12 Jahren in Österreich. Ich fühle mich sehr verletzlich wie eine Schnecke ohne Haus und ohne Richtung. Ganz, ganz viel Respekt, ups, auch dir, dass du das alles hier so offen schreibst und so schön, wenn man so verletzlich sich auch zeigen darf. Wir sind alle, haben wir unsere verletzlichen Seiten und oft zeigen wir die vielleicht nicht, ja, aus Angst, dass wir da nicht angenommen werden oder geliebt werden. Und hier ist gerade so viel Liebe da, so viel Anerkennung. So schön, diese Verletzlichkeit, ja. Genau, also einfach hier so mit dem Klängen sein und dich so entleeren, so gut es geht. Weil diese Trauer kommt zum Teil auch von diesem, wenn wir uns quasi ja selber wie beschimpfen, ja, das ist ja nicht schön, ja, also wenn wir uns beurteilen und da so ständig diese, das ist manchmal wie so eine hängengebliebene Schallplatte, ne, die dann da so abläuft, immer wieder und immer wieder. Auch Sachen, die wir aus der Kindheit vielleicht gehört und gelernt haben. Genau, und versucht da eben auch einfach alles, diesen Rucksack auszuleeren, alles einfach hier reingeben, ja, ohne unbedingt zu wissen, was danach kommt, ja. Einfach mal nur entleeren, alles abgeben, alles darf sein, alles hier, ja, einfach dahin geben. Genau. Und alle anderen natürlich auch einfach mit den Klängen sein. Und egal, was bei dir gerade ist,
Darfst auch einfach alles hier in diesen Raum geben. Alles, was du nicht mehr brauchst. Ja, wie bei so einem Frühjahrsputz. Einfach mal gucken, was brauche ich denn aus dem Schrank überhaupt noch? Was ist vielleicht noch nützlich und was eben nicht? Ja.
So, wir haben noch jemanden, der hier mit dabei sein möchte. Dharma, you have to say hello. Du musst wenn dann schon hallo sagen. Moment, Schatz. Oh ja. Guck mal. Schau mal. Hast du mal ins Mikrofon schnurren? Da. Ja? Da oben reingucken. Ja? Unser lieber Dharma. Das ist auch Metin Kolak. Oh, Cholak. Frohe Ostern dir auch. Alles Liebe. Ja, ich habe gerade noch ans Mikrofon gedacht, anzuschalten. Danke, Pablo. Ja, so viel Liebe ist immer da. Ja, immer, immer. Tränen fließen, so schön. Alles fließen lassen, ja. Alles raus. Frühjahrsputz rausfließen, alles darf. So schön. Ja. Sind immer gehalten, immer in dieser Liebe. Auch wenn sich's manchmal gar nicht so anfühlt, ja. So oben drüber, ja. Wenn da so viele Schichten sind, so viel Schmerz oder auch Gedanken. Und aber immer wieder versuchen, da runter zurückzutauchen, ja, zu diesem, was wir sind. Und eben nicht durch die Schichten da oben wegschieben und verneinen, ja, sondern sie wirklich erst annehmen. Und ja, manchmal weiß man, hat man vielleicht auch schon so viel versucht, ja, so viel Techniken oder auch bei Schmerzen medizinische Alternative und sonst wie Wege, ja. Und manchmal kann man einfach nichts mehr machen, ja? Und wenn man dann in dieses ich weiß es nicht geht, ja, in diese Demut, ja, also von nicht ich weiß alles und weiß, wie sowas funktioniert, ja, sondern ich weiß es einfach nicht, ja, bitte, bitte hilf mir, ja, in dieser, dass man klein wird, ja. Also nicht jetzt im Sinne von, ich mache mich zu klein, ja, also das ist wieder ein ganz anderes Thema rund um Selbstbewusstsein und sowas, ja. Aber so dieses im, sagen wir mal, zwischen der Liebe und mir, zwischen Gott und mir, dieses, ich mache mich klein. Und ich weiß es einfach nicht, ja. Ich weiß es nicht. Bitte hilf mir. Und durch dieses Loslassen, ja, dass man dieses Ankämpfen aufgibt, das so nach und nach aufweichen lässt. Da kann so viel Unerwartetes passieren.
Nat Mel habe ich noch nicht, glaube ich, richtig begrüßt. Hallo, Namaste. So schön mit euch allen. Genau, und je mehr und mehr man sich dann entleert, dann gibt es auch zwischendurch dann schon so ein paar so stille Momente, sage ich jetzt mal. Und da einfach schauen, ob die genossen werden kann oder ob auch zwischendurch das dem Verstand vielleicht, der Person, dem Ego zu still wird, ja, und dann da das kommentiert oder das als langweilig abstempelt. Gibt's so lauter sehr gewiefte Tricks einfach vom Verstand, ja, wie man dann doch wieder aus der Stille rauskommen kann. Und wenn es passiert, ist auch in Ordnung, ja, dann einfach liebevoll sehen und wieder zurück tiefer tauchen zu dem, was du bist. Und je tiefer wir da hinkommen, zu diesem Kern, zu diesem Seinskern, das bringt dann auch vielleicht nochmal Emotionen hoch, Ängste, Wut, egal was da je nach Person ja, da dazwischen gestellt ist, ja, das kann ganz unterschiedlich sein. Das einfach auch so hoch blubbern lassen, hochkommen lassen, anschauen und so gut es geht hier in dieses heilige Feuer einfach geben. Und weiter in die Tiefe gehen. Ja? Sozusagen, wenn man dann da sowas sich anschaut, vielleicht, was da hochkommt, dem schon genügend Raum geben, aber dann sich nicht unnötig, also manchmal braucht es auch länger Raum, ja, das ist ganz individuell, aber sozusagen sich nicht unnötig dann da oben wieder verzetteln, ja, dass man dann mit diesem berühmten Monkey Mind, also wie so ein Affe vom Baum zu Baum, dann zum nächsten springt und sich dann wieder verloren hat. Immer wieder versuchen, wirklich in die Tiefe runter zu gehen. Zu dem, was du bist. Jeanette sagt jetzt hier, wenn Nicole, wenn ich alleine bin, kann ich den ganzen Tag in der Liebe fließen. Das ist so wunderschön. Nur wenn dann irgendjemand mich in dieser schönen Energie stört, könnte ich jedes Mal ausflippen. Ja, das verstehe ich sehr, sehr gut. Ein Lehrer von den Energieheilkursen, an denen ich teilgenommen habe, hat mal gesagt, dass wenn du glaubst, dass du erleuchtet bist, dann geh in eine Beziehung. Und ich finde, es ist so wahr, weil es
schon einfach, sagen wir mal, für die meisten Persönlichkeiten einfacher ist, alleine zu sein und da dann den Frieden zu finden. Und es ist auch total in Ordnung, dass man ihn erstmal da findet. Ja, wenn man sich da erstmal zurückzieht, sei es für ein paar Tage oder Jahre, ja, ganz wie das bei dir einfach sein muss. Und dann geht es aber auch darum, das sozusagen, man könnte sagen, wie zu testen, ja, also nicht jetzt zwanghaft zu testen, aber sozusagen, wenn man wieder in Beziehung geht, sei es jetzt mit einem Partner oder einfach mit jemandem auf der Straße, im Supermarkt, Familie oder was weiß ich, dann kann wirklich getestet werden, was es jetzt wirklich auch integriert, ja, an dieser Liebe, an diesem Frieden. Und was ist aber vielleicht sozusagen bis zu einer Schicht gekommen, aber alles unten drunter, da hilft mir dann der andere dann dabei, ja, dass ich da rankomme. Das auch so zu sehen, dass jedes Mal, wenn dann da was zum Ausflippen ist, dass es auch wieder ein Geschenk ist, um sich da was anzugucken, ja. Also es ist vielleicht im Moment nicht angenehm, das ist natürlich, ja. Verständlich. Und aber so gut es geht, einfach sich so schnell wie möglich wieder dazu bremsen, auch vielleicht, wenn man dann da eher dann in negative Mechanismen vielleicht fallen könnte. Und dann wieder zu gucken, ja, sei es, dass es schon möglich ist in der Situation schon oder dann im Nachhinein zu reflektieren, ja, was war denn da zum Ausflippen, ja? Was in mir wurde denn da so angetippt, ja? Welcher Punkt, welcher vielleicht sehr schmerzhafte Punkt, den dieser Mensch da im Außen ja einfach in seiner Gnade mir zeigt, ja? Manchmal unwissend, manchmal wissend, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass man selber in sich das findet, ja? Was noch zu heilen ist, zu umarmen ist, anzunehmen ist. Diese Stille, oder besuche deine Eltern, ja genau, das finde ich auch. Genau. Namaste dir. Ja. Ja, so wunderbar, was diese, genau diese engen oder tiefen Beziehungen, ja, also sei es Eltern, wirklich engste Familie, ja, mit der man seit Kindheit aufgewachsen ist, vielleicht auch Geschwister. Und eben, wenn man mit einer Person zusammen wohnt, lebt, in einer Liebesbeziehung zum Beispiel, da ist so viel Intensität möglich, ja. Und natürlich kann man sich dann zwischendurch auch wieder eine Auszeit gönnen, ja, man muss nicht die ganze Zeit im Prozess sein, ja, aber da wirklich hier genau hingucken, was ist jetzt, um nochmal auf die Frage da, oder auf das, was du geschrieben hast, Nicole, Jeanette, wirklich ganz genau hingucken, was wird denn da angetickert, ja? Sei es, es ist vielleicht durch verschiedene Personen immer dasselbe Thema, das kann durchaus sein, wenn das gerade ein Thema ist, was für einen gerade also präsent ist, zum dran arbeiten. Oder dass es für jede Person, die da dann zwischendurch in diese schöne, stille Einsamkeit kommt, ein anderes Thema ist, weil es je nach Dynamik mit der Person anders ist, was da vielleicht sich eingespielt hat oder was da durch angeklickert wird, ja.
Genau, vielleicht können wir da alle mal so ein bisschen, sei es, dass du ein Thema für dich hast, wo du sagst, da ist mit einer Person, mit einer speziellen Person. Also jetzt für alle, wer mitmachen möchte. Und wer einfach so in der Energie sein möchte, ist auch in Ordnung. Also wenn du gerade kein Thema mit irgendeinem Menschen im Außen oder im Anführungsstrichen im Außen hast, dann ist es auch wunderschön, ja. Aber ja, sozusagen, wenn du möchtest, einfach irgendeine Person dir sozusagen rauspicken und die im Herzen mal einfach hier mit reinnehmen bei dir, nur für die paar Minuten jetzt, ja. Danach können wir uns auch wieder von denen verabschieden, ganz liebevoll. Und einfach schauen, was vielleicht schon durch dieses einfach energetisch, gedanklich diese Person mit reinnehmen, ja. Ist egal, ob die momentan physisch bei dir in der Nähe ist oder tausende Kilometer weit weg, ja. Kann auch jemand sein, der vielleicht auch schon gestorben ist, ja. Also egal was, wo du sagst, hey, das ist irgendwie eine Beziehung, da fühle ich, da ist irgendwas, darf da vielleicht geheilt werden, ja? Die dann einfach so hier so mit reinnehmen, ganz liebevoll. Und dann kann man sich die Person auch so wie vorstellen, dass der oder die dann vor einem steht, ja? Und dann kann man gucken, ist da jetzt eher eine Herz-zu-Herz-Verbindung oder eher so was Kopfmäßiges, ja. Oder eher eine sexuelle Verbindung, was auch immer da ist mit dieser Person, ja, wo du sagst, da ist richtig eine Verbindung da, ja. Das kann auch an mehreren Stellen sein, ja, wo du einfach spürst, da ist so ein Austausch. Einfach mal angucken, was ist denn da, ja. Und auch die ganz natürlich kommen dann auch diese Emotionen hoch oder die, ob da jetzt eine Schwere ist, ob da eine Wut ist, teilweise auch eine Leichtigkeit oder alles zusammen, ja, das darf auch alles zusammen sein, ja, da darf ganz viel Liebe sein mit einem Menschen und zeitgleich eine Frustration über irgendein Thema, ja. Das einfach alles mal hier so gut es geht, einfach so in den Raum stellen, ausleeren, auspacken. Adishyama. Adishyama. Radhe Shyama, Radhe Shyama, Radhe Shyama, Sita Radhe Shyama, Radhe Shyama, Sita Rama Jaya, Sita Rama Jaya, Radhe Radhe Shyama, Radhe Sitam, 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 Radhe, Radhe, Shyama. Radhe, Radhe, Shyama.
Hare, Hare, Shyama, Sitam, 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 Sitaram, Sitam, 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 Hanuman. Sitam, Sitam, Hanuman. Sitam, Sitam, Sitam. Sitam, 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 Hanuman, Hanuman. Jai Ma, Jai Ma, Jai Jai Mata Kali. Jai Ma, Jai Ma, Jai Mata Kali, Hanuman Sita. Wirklich einfach einladen, dass alles, was nicht in der Wahrheit ist, mit dieser Person, wenn du gerade bei deiner Person bist, mitten in dieser Beziehung mit dieser Person, dass alles das gehen darf. Und wenn du gerade aber gar nichts da hast, mit dem du da diese Übung machen möchtest, dann einfach, dass bei dir alles, was nicht hundertprozentig in der Wahrheit ist, gehen darf. Im Grunde ist es auch wieder das Gleiche. Es sind einfach immer Anteile in uns. Ja? Sitam, 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 Hanuman, 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 Hanuman. Sita, Jai Ma, Jai Ma, Jai Jai Mata Kali, Kali Ke Jai Ma, Kali Ke Jai Ma. Hanuman Sita, Hanuman Sita, Jai Jai Ma, Sita, Sita, Sita. Hanuman.
Sitam, 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 Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma. Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Sitam, Sitam, Sitama, kommt gerade noch der Impuls. Genau, Senior Valencia, wenn du noch mal gerne schreiben möchtest, wie es dir gerade so geht, dann kannst du gerne machen, ja? Musst du aber auch nicht, wenn du nicht möchtest. Dann Jeanette Nicole sagt noch, vielen Dank für die Antwort, obwohl ich es sehe, genieße ich aber irgendwie diese extreme Energie. Ja, das ist das Drama. Wir lieben alle sehr unser Drama, würde ich sagen. Ganz natürlich, ganz menschlich. Da ist was los. Und es ist oft, was das Ego möchte, ja, weil wenn nichts los ist, wenn es sozusagen immer stiller wird, immer langsamer, immer weniger los, immer unspektakulärer, ja, dann ist da dieser Drive, also dieses Unruhige, sage ich jetzt mal, in einem, was da wieder ein bisschen mehr Action möchte, ja, ein bisschen mehr Drama. Oder nicht forciert, ja, aber wenn dann was kommt, dass es dann richtig auch, wie du sagst, genossen wird, ja. Einfach das auch mal beobachten, ja. Sozusagen, wenn es wieder mal passiert, ja, das da diese extreme Energie nach so viel Stille im Alleinsein kommt. Und da ganz genau, ganz klar differenzieren, ja, ob es einfach, also weil zum Beispiel, wenn irgendwas Trauriges passiert und dann geweint wird, dann kann das auch genossen werden, ja, also so der Buddha weint gerade, ja, das ist sowas Süßes, sowas im Moment Seiendes und diese Tränen fließen oder um welche Emotion auch immer es geht, ja. Aber wenn es sozusagen da so ein Anteil ist, der das nicht nur einfach genießt, weil
Das ist einfach das, was es ist im Moment, und es darf durch und darf voll 100% einfach ausgelebt, ausgedrückt werden, sondern es wird so ein bisschen so, ah ja, genau, toll, da ist jetzt was los. Also wenn da so ein Beigeschmack dabei ist von dass man sich da so festkrallt, ja? Also es kann ganz subtil sein, ganz, ganz fein spürbar vielleicht nur, ja, aber da einfach ganz offen sein, auch jetzt ohne, dass dann das irgendwie bewertet werden muss, oh, das ist jetzt schlimm oder ich mache das falsch, ja, sondern einfach aus Neugier mal zu gucken, mal schauen, so wie so ein neugieriges Kind, mal schauen, wenn das dann wieder passiert. Interessant, dann nehme ich das so innerlich wie auseinander, ja, dann ist da so dieses, ja, das darf jetzt einfach sein, das wird gelebt, aber dann ganz gucken einfach, ob da vielleicht auf dieser Woge, dieser Emotion noch sowas mitreitet, was nicht rein ist, sondern das sozusagen in diesem Drama, in diesem, dass es nicht langweilig sein soll, dass da was los sein muss oder darf oder gerne was los sein kann. Ob da noch so ein Mini-Anteil ist, ja? Einfach ganz fein hinspüren, ja? Ganz ohne Vorurteil, einfach mal gucken, was dann da kommt. Und eben währenddessen auch immer wieder mal, also nicht zwanghaft, aber immer mal wieder so, kann man hinspüren, ob wirklich auch dieser, ja, dieses im Herzen sein, im Seinskern verankert sein auch noch da ist, ja. Es ist ja natürlich eh immer da, aber oft ist es ja dann sozusagen nicht präsent, weil unser Fokus woanders ist und wir uns vielleicht da wo in anderen Schichten da wo festgekrallt haben und dann immer mal wieder. Ah, genau. Hier war's. Genau, hier war's. Hier ist es immer. Und das kann auch während irgendwelche Emotionen auch voll ausgedrückt, ausgelebt werden, da sein, ja? Dass es einfach auch gleichzeitig da ist, diese Verankerung im Selbst, dieses Ich Bin. Shivoham, ich bin. Und zeitgleich ist da vielleicht irgendein Ausdruck von Shakti, von diesem Lebendigen, von diesem, was da ausgedrückt, ausgelebt werden darf, ja? Beides gleichzeitig. Nicht eins besser oder höher als das andere, beide gleich. Namaste, Karin Solenthaler. Mein Selbstbildnis gut sein. Mein Selbstbildnis gut sein ist am Kapitulieren und mit Ängsten verbunden, dann bin ich alleine.
Ja, das ist ein tiefes, eine tiefe Ego-Identifikation, dieses Selbstbildnis, dass wir gut sein müssen, ja. Also, wie auch immer wir das vielleicht gelernt haben in unserer Kindheit oder vielleicht auch schon mitgebracht haben von anderen Leben, sei es jetzt, dass wir zum Beispiel durch bestimmte Religionen da so ein Selbstbildnis kreiert haben, ja, durch die Konditionierung in dieser Glaubensrichtung oder durch Schule, ja, da gut sein zu müssen oder durch die Eltern oder was auch immer, ja. Das sind alles so, diese Selbstbildnisse sind sowieso lauter einzelne Glaubenssätze, ja, also ich muss so und so sein oder ich soll lieber so sein oder diese ganze Sache. Und wenn man das dann irgendwann durch Gnade durchschaut, ja, wie du schreibst, dass das am Kapitulieren ist, ja, dass das da schon Momente gibt, würde ich jetzt mal so beschreiben, kannst du auch gerne nochmal was dazu schreiben, wo einfach absolut gesehen wird, dass das nicht 100% wahr ist, ja, dass das einfach Konzepte sind, Glaubenssätze, die als echt, als wahr angenommen wurden in der Vergangenheit. Genau. Und da aber gesehen wird, dass es nicht stimmt, ja. Das soll nicht heißen, dass es nicht trotzdem wünschenswert ist, aus der Liebe herauszuleben, ja? Und dadurch dann ganz natürlich mitfühlende und liebevolle Gesten, Worte, Aktionen aus einem fließen. Aber sozusagen nicht mehr in diesem engen Korsettgerüst von, was wir eingetrichtert bekommen haben oder gelernt haben, wie das auszusehen hat immer. Ja, das kann ganz ähnlich aussehen dann in der Wahrheit oder es kann auch ganz anders aussehen. Ja, das ist dann auch wieder kein, da gibt es dann auch wieder kein Konzept, ja, so von wegen, ja, so war das Selbstbildnis und jetzt mache ich es genau andersrum und dann ist es wahr. Das mag vielleicht in einem Moment stimmen, in einem neuen Moment dann aber vielleicht auch wieder nicht. Ja, es geht immer nur darum, genau alles loszulassen und nur im Moment wahr zu sein. Nur hier. Das bringt ganz natürlich auch Ängste hoch, die einfach da sein lassen, ja? Alle da sein lassen. So natürlich, wenn dann so ein enges Gerüst, auch wenn es nicht wahr ist, es gibt uns das Trugbild von Sicherheit, ja, dass wir meinen, das ist ja sicher, ja, auch wenn es nicht wahr ist. Von daher, wenn wir auf einmal sagen, nee, und nur jetzt, ja, so diese, vielleicht davor hat man das so auch zum, kommt dieses Bild wie die, wenn man so auf Krücken läuft, ja, und die nimmt zum Halt finden, ja. Und aber so richtig rund, also vorausgesetzt, man ist eigentlich gesund, ja, und braucht die Krücken gar nicht, ja. So richtig rund kann man mit den Krücken aber nicht laufen. Das wird dann immer so ein bisschen eckiger werden, ja. Und eben jetzt so dieses Bild wirklich zu sagen, hey, und ich lasse die jetzt,
Vielleicht ist es noch zu früh zu sagen, ich schmeiß sie gleich ganz weg, ganz weit weg. Aber ich lege sie vielleicht mal so einen Meter zur Seite, ja, dass noch so ein bisschen, dass sie vielleicht noch so ein bisschen am Bildrand so da liegen. Dieses Selbstbildnis, dieses Gerüst. So nach dem Motto, ja, ich könnte es jederzeit wieder nehmen, wenn ich es brauche, falls ich es möchte. Ja? Und einfach mal nur, noch gar nicht gehen, nur mal da sein, sozusagen. Ja? Also bei dem Beispiel mit den Krücken, sozusagen nicht jetzt einfach so loslaufen, sei denn es passiert von alleine, aber musst dich da nicht zur Eile drängen, ja, sondern einfach nur mal hinspüren, okay, das ist jetzt schon weg, aber es ist noch so in greifbarer Nähe. Und einfach mal versuchen auszuhalten, dieses Nichtwissen. Das nicht ein fixes Konzept haben, was als nächstes kommt. Nur jetzt. 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 Und jeder Moment ist neu. Und auch dieses, wenn du schreibst, dann bin ich alleine. Das kann sein. Aber es ist auch wieder einfach ein Konzept, ja. Also es mag sein, dass du dann für eine gewisse Zeit eventuell alleine bist, ja, wenn du dann einfach authentisch, ehrlich aus dir lebst. Und vielleicht Leute, die in deinem Umfeld davor waren, damit nicht zurechtkommen, dass dann die sozusagen sich entfernen. Ja? Es ist eine Möglichkeit. Ja? Es muss aber nicht sein. Das sind auch wieder einfach Konzepte und Ängste, Gedanken des Verstandes, der das sagt, auch als Sicherheit. Ja? Weil dann, okay, es ist dann zwar schlecht, ich bin dann alleine, aber zumindest weiß ich, dass ich dann alleine bin. Es auch einfach ganz klar anschauen und hinterfragen, stimmt es denn? Ja? Juan Te Camo. Hier wird jetzt auch noch gefragt, sieht oder fühlt man ein Trugbild von Sicherheit? Also es gibt also ich könnte es jetzt auf zwei Sachen antworten. Das eine wäre, dass ich sage, es gibt die wahre Sicherheit und die sozusagen das Trugbild von Sicherheit, wo wir meinen, dass das dann sicher ist, ja. Mit der wahren Sicherheit meine ich dieses sicher im Selbstsein, sicher das, in Sicherheit sein in dem, was wir sind. Und ganz ultimativ das Ganze Konzept von Sicherheit. Das braucht nur der Verstand, das braucht nur die Person. Nur die
hat überhaupt dieses Verlangen nach irgendeiner Sicherheit, ja, in dem oder das, was wir sind, ist jenseits von jedem Gedanken an Sicherheit. Vielleicht ist es so am besten in Worte zu fassen.
So viel Liebe da. Ja, ganz schön. So schön, liebe Karin. Das ist das, was du bist. Was wir sind. Wir alle. Immer. Und zeitgleich ist manchmal ganz schön was oben drüber. Das ist auch in Ordnung. Einfach immer wieder einladen und versuchen, dann wieder zur Liebe zu kommen. Sehr, sehr gerne, ihr Lieben. Ich mache hier mal kurz die Ankündigung, das kommt hier gerade. Und danach singe ich ja auch immer wieder dann noch was, weil ich das schöner finde, als am Ende die Ankündigungen zu machen. Und dann, wer danach noch Zeit hat, kann einfach noch so ein bisschen tiefer, ein bisschen weiter in dieser Liebe sein, nachschwingen, einfach du selber sein. Genau, dann. Und auch während ich die jetzt hier kurz vorlese, ich habe das immer aufgeschrieben, damit ich meinen Verstand da, der gerade überhaupt nicht an ist, dann da irgendwas vorlesen kann. Auch währenddessen in dieser Liebe sein, ja? Die Liebe hört, was ich da jetzt gerade vorlese. Genau, alles ist auch immer hier in dieser, in der Website beingsatsang.com. Die ist immer am aktuellsten vom Update. Ich schaue dann auch immer mit der Zeit, dass ich es auf Facebook auch poste, aber das dauert dann immer mit den Events und das finde ich bei Facebook persönlich ein bisschen komplizierter. Bei der Website schreibe ich es einfach schneller rein. Und da kann man sich auch eintragen für so einen Newsletter, der kommt einmal im Monat raus mit so einer Videoklangnachricht und den ganzen neuen Neuigkeiten. Genau, da kann man sich reinschreiben, wer möchte. Und dann eben genau der nächste Satsang, jetzt auf Englisch erstmal, am 7. April, also jetzt gleich in ein paar Tagen. Auf Facebook wird er sein, auf Englisch, auch um 8 wieder, von 8 bis 9. Der ist dann nur eine Stunde lang. Und das nächste Mal am 27. April ist er auch wieder bei Jetzt TV auf Deutsch. Und das werde ich ein paar Tage davor noch genauer ankündigen, ob das auch wieder hier beim lieben Devaseto auf dem YouTube-Kanal sein wird oder ob es direkt auf der Jetzt TV-Webseite sein wird. Das ist aber auf jeden Fall Jetzt TV, genau. Das mache ich dann noch ganz deutlich ein paar Tage vorher, dass das klar ist. Und hier auch nochmal ganz liebes Dankeschön an Devaseto und sein wunderbares Team, was die alles machen, dass wir hier so sein können. Und er lädt ja dann auch immer ganz toll danach, also nach dem Stream, wenn der vorbei ist, das Video dann ein paar Tage später hoch, dass man es nochmal angucken möchte, wenn man möchte. Genau, das ist am 27. April und dann in Person am One Spirit Festival im August habe ich vor, da zu sein. Da ist der Herzimpuls da, nach Deutschland zu fahren und wer auch immer dann da ist, mit euch zu sein. Und genau, einfach je nachdem, wie das dann auch mit Reisen und allem ist, momentan ist da der Herzimpuls dafür da. 5. bis 8. August, One Spirit. Und sonst gibt es jede Woche, montags mache ich eine Meditation. Das ist in so einer kleinen Gruppe via Zoom mit so einem ganz kleinen Energieausgleich. Kann man auch schauen, je nachdem wie die finanzielle Situation gerade ist, mir einfach schreiben. Steht auch alles auf der Webseite. Das ist montagabends auf Englisch. Donnerstagabends ist Yoga online. Genau, das sind die Online-Sachen, also wo man, egal ob ihr jetzt in Deutschland seid und ich in Spanien, da einfach gemeinsam sein kann.
Und für wer hier in der Nähe vielleicht ist oder in die Nähe kommen möchte, mal, fängt jetzt auch wieder an, dass ich einmal pro Monat Satsang am Strand anbieten möchte und Yoga auch am Strand. Das mache ich aber momentan durch die immer sich ändernden Regelungen eher spontan, da gerne mir schreiben, wenn du in die WhatsApp- oder Telegram-Gruppe reingenommen werden möchtest. Da kann ich das dann spontaner ankündigen. Genau. Und sonst wie immer bin ich auch sehr gerne dafür, wer vielleicht so eins zu eins eine Einzelbegegnung gerne haben möchte für bestimmtes Thema oder einfach mit dem Moment sein, was auch dann immer vielleicht kommen möchte. Und biete auch an, dass man erst so ein Kennenlerngespräch haben kann, so ein kostenloses, um einfach zum Hinspüren, passt es denn mit mir zusammenzuarbeiten oder nicht? Genau, alles steht da auf der Webseite eben auch. Genau. Namaste, Nikolas. So schön, ganz schön. Genau, und jetzt noch mal wieder noch mal mehr zu dieser darunterliegenden Liebe hinspüren, ja, die auch die ganze Zeit jetzt da war, während ich da die Ankündigungen gemacht habe. Aber die jetzt wieder noch mal ein bisschen mehr in den Vordergrund nehmen, ja, einladen, nicht hervorzerren, ja, sondern einfach einladen, ganz sanft. Und hier möchte ich einladen, die auch wirklich jetzt so hier in den Vordergrund zu nehmen und in jede Zelle deines physischen Körpers. Ja, das mache ich ganz gerne so am Ende von einem Satsang und auch oft in einer Einzelbegegnung, das wirklich zu integrieren. Ja, also auch wenn wir im Endeffekt nicht der Körper sind, ja, wir haben den gerade als gemietetes Haus, ja. Aber er ist jetzt gerade da und er ist in jedem Moment da, wenn wir vielleicht wieder von irgendeiner Person so angetriggert werden oder was auch immer vielleicht dann im alltäglichen Leben so passiert, ja. Und weil der dann immer da ist in dem Moment, wenn wir diese Liebe jetzt hier so richtig in jede Zelle eingeladen haben und integriert, verdaut haben, ja. Okay. Meine Hände möchten auch richtig so ganz sanft meinen Körper gerade so ein bisschen abklopfen, ja, also so ganz sanft, zart, ja, wenn das bei dir auch gerade so ist, dann gerne mach einfach so richtig, ja, alles das bin ich auch gerade, ja, ich bin nicht nur das, ja. Aber wirklich so, hey, das ist alles Liebe, ja? Das ist Liebe im Körper, verkörpert, ja? So schön. Wirklich einladen, ja? Was auch immer da für dich kommt, ja, vielleicht einfach nur ganz sanft an einer Stelle die Hände hinlegen. Vielleicht auch, wenn dir irgendwo was wehtut, auch gerade sei es, wenn es der Rücken ist und man nicht richtig hinkommt, ja, dann vielleicht einfach am Bauch, an der Stelle, die Hände hintun, mit der Absicht, dass es so durch den Bauch durchsickert, bis in den Rücken rein, ja. Ganz sanft einladen, ja. Und dabei dürfen dann auch nochmal alte Sachen gehen, ja, weil wenn da Liebe reinkommt, das schwemmt ganz natürlich Altes raus, was nicht die Liebe aushält, ja, was nicht in Resonanz da ist. Einfach einladen in deinen ganzen Körper, in deinen ganzen wunderbaren
geschenkten Körper. Prima-Rupa, Prima, Prima-Rupa, Jagadam Bhima,
Danke, Lisa, danke, Burkhard, danke euch allen. Danke, danke, danke. Alles Liebe euch. Namaste.